Hier hinter mir gibt es eine ganz klare Sitzordnung. Die Roten sitzen immer links neben den Grünen. Rechts neben den Grünen sitzen immer die Schwarzen. Ganz links, also neben den Roten noch, sitzen nochmal Rote. Und ganz links, nicht ganz bei den Blauen, sitzen dann nochmal Gelbe. Also neben den Schwarzen. Jetzt wissen Sie Bescheid, oder? Heute, vor exakt 69 Jahren, ist der Bundestag zur ersten Sitzung zusammengekommen. Seitdem wurde viel diskutiert, debattiert und argumentiert. Aber was machen die da drin eigentlich genau? Ja, Happy Birthday, lieber Bundestag. Damals noch in Bonn sind insgesamt 410 Abgeordnete zur ersten Sitzung des Deutschen Bundestages zusammengekommen. Als Plenarsaal diente damals eine umgebaute Turnhalle. Seit 1999 trifft sich der Bundestag nun in Berlin im Reichstaggebäude. Wo finde ich denn den Bundestag? Der Bundestag? Berlin. Bundestag, welche Richtung? Keine Ahnung. Wisst ihr, wie man da jetzt hinkommt? Nee, tut mir leid. Das ist auch unsere Frage. Am Ende haben sie ihn natürlich doch noch gefunden, aber... Was passiert denn im Bundestag? Was machen die da eigentlich drin? Oh, wenn ich das jetzt wüsste. Das frage ich mich manchmal auch. Jetzt gerade Sommerpause. Und machen eine Regierung. Die machen Regierung. Kratz, kratz. Debattieren. Quatschen. Gesetze beschließen. Und hoffentlich uns gut vertreten. Und vieles mehr. Manche schlafen. Und sind viele Besucher da? Man sieht es ja auch. Tatsächlich kommen hier täglich bis zu 8000 Besucher. Und bevor es nach der Sommerpause wieder weitergeht mit dem Debattieren, Quatschen, gibt es nun am kommenden Sonntag hier im Bundestag den Tag der offenen Tür. Die Besucher können sich am Sonntag Sachen angucken, die sonst normalerweise der Öffentlichkeit verborgen sind. Drei Gebäude kann man sich angucken. Es wird hier in den Ausschusssitzungssälen Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen geben. Die Fraktionen haben eigene Bereiche hier, stellen sich auch vor. Also man kann gezielt zu der einen oder anderen Fraktion hingehen und sagen, sag mal, wie ist denn das, was macht ihr eigentlich im Bundestag? Aber auch heute treffen wir hier schon Abgeordnete, wie den haushaltspolitischen Sprecher der SPD, Johannes Kahrs. Wie ist denn das da drin? Ist man die ganze Zeit dabei oder auch mal so? Mehr so, weil das, was die Kollegen da sagen, habe ich alles schon mal gehört. Wenn einer mal so ein bisschen vom Skript abweicht, mal frei redet, dann muss man auch mal ein bisschen Attacke machen. Hier erklären wir der Bevölkerung, warum wir für oder gegen etwas sind. Okay. So, ja. In den Fraktionssitzungen haben wir das alles durchdekliniert. Und jetzt reden wir nur noch mit der Öffentlichkeit, der Presse, ja sowas wie Ihnen. Der Geburtstag des Bundestages ist doch ein guter Anlass. Für einen kleinen Test auf der Straße zu den politischen Grundbegriffen. Erwischt. Steht auf der Rückseite vielleicht auch noch was? Die Erklärung? Nee. Jetzt sind Sie gefragt. Guck mal. Fraktion. Koalition, Position. Opposition. Oh Gott, ich kriege das nicht mal zusammen. Koalition ist doch die beiden Hauptparteien, die regieren, oder? Ja, wenn zwei Parteien sich zusammentun zum Regieren. Das richtig. Ist schon mal Opposition. Ja, die halt so nicht in der... Alleinige Herrschaft? Aus dem Englischen Opposite. Über die 5%, aber nicht mitregierend. Böse ausgedrückt, die Gegner. Fraktion, ja das... Puh. Die Organisation als solche. Partei? Ja, genau. Aber warum heißt es nicht Partei dann? Gute Frage. Fraktion ist tatsächlich nur ein Bruchteil einer Partei. So heißt die Gruppe, die im Parlament vertreten ist. Ah, spannend. Spannend. Dankeschön. Die Anordnung der Fraktionen ist hier klar geregelt. Aber ansonsten herrscht hier im Bundestag tatsächlich freie Sitzplatzwahl. Innerhalb des jeweiligen Blocks kann jeder sich so hinsetzen, wie er möchte. Das heißt, wer früh kommt um 9, kriegt den besten Platz. Wenn ich das im Fernsehen sehe, im Bundestag, dann sind immer die Hälfte der Sitze sind immer frei. Da drei Viertel der Sitze sind immer richtig. Frei. Woran und das liegt daran, dass die Kollegen nur dann da sitzen, wenn sie dran sind. Ich bin Haushaltspolitiker. Ich bin da, wenn Haushalt diskutiert wird. Okay. Wenn aber jetzt irgendwas mit Umwelt oder Entwicklungshilfe läuft, wo ich nicht für zuständig bin, sitze ich lieber im Büro und arbeite, als dass ich den Kollegen zuhöre. Das habe ich in der Fraktionssitzung alles schon mal gehört. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat? Ja, der Bundesrat, um Gottes Willen, der fragt mich Sachen, Leute. Googelst du gerade, oder was? Nee. Kommt jetzt im Fernsehen, oder? Nein, das ist kein Fernsehen. Wo sehen Sie eine Kamera irgendwo, oder? Nee, ich sehe keinen. Der Bundestag, der wird vom Volk gewählt und der Bundesrat, der wird zusammengesetzt. Hätte ich nicht gewusst. Das ist mir so rausgerutscht, ja? Der Bundestag macht Gesetzesentwürfe und der Bundesrat muss diese bestätigen. Beim Rundgang mit Johannes Kahrs, der seit 1998 schon im Bundestag vertreten ist. Sind Sie Raucher? Nee, schade. Lernen wir zum Abschluss noch Folgendes. Wir Haushälter, wir lieben Raucher. Weil wirklich? Raucher zahlen freiwillig mehr Steuern als andere Menschen und haben eine reduzierte Lebenszeit, was Rente und Gesundheitskosten. Ja.
Eine reduzierte Lebenszeit ist dem Bundestag ja nun nicht zu wünschen. Alle 4 Jahre kommt ein neuer und das nun schon seit 69 Jahren. Bisher gut gelaufen, uns geht's ja gut, dass ein Parlament überhaupt so lange gibt. Beeindruckende Zahl. Auf die nächsten 69, auf geht's. Happy Birthday. Und deshalb haben wir auch keine Mühen gescheut und sorgen stilgerecht für das obligatorische Ständchen. Happy Birthday, ne? Prost. Prost.